Dass Lehrer und Schüler oft aneinander vorbeireden, ist ja jetzt nicht wirklich ein Geheimnis. Aber wenn ich auch nur eine Sache gelernt habe in 13 Jahren Schulzeit, dann die, dass jeder Lehrer unabhängig voneinander immer dieselben dämlichen Sprüche drauf hat. Ja, und ich bin mir auch fast sicher, dass ungefähr jeder von uns innerhalb seiner Schullaufbahn schon mal mindestens einen von den folgenden Sätzen gehört hat. Ja, wobei, was Lehrer sagen und was Schüler verstehen, sind ja dann wiederum zwei unterschiedliche Paar Schuhe. No? Ja, wenn ihr was von den folgenden Sachen eventuell wiedererkennt, dann gebt mir mal einen Daumen hoch. Und wenn ihr nichts wiedererkennt, dann gebt ihr mir auch einen Daumen hoch, weil ich furchtbar gerne Daumen esse. Drum aufgepasst, wer kennt es? Kurz zur Erklärung, das hier ist kein Halstuch, weil ich ein Pfadfinder bin, sondern weil meine Klassenlehrerin immer Halstücher getragen hat. In dem Sinne, viele Grüße, Frau Terlutter. Du kriegst von mir eine 4, aber mit einem ganz dicken Plus. Und weil ich dich nicht besonders mag, bekommst du auch keine 3 von mir. Mhm. Das ist auch für mich die 8. Stunde. Wieso habe ich denn nicht was Anständiges gelernt? Was ich nicht lesen kann, das wird auch nicht gewertet in der Klausur. Ja, ich mach mir gar nicht erst die Mühe, euer Gekrakel zu entziffern. Ihr kriegt eh alle eine 4 von mir. Ja, wer hat denn heute Tafeldienst? Ja, putzt doch mal bitte jemand über die Tafel. Ich meine, ich bin zwar pedantisch, aber ich will mir jetzt auch nicht die Finger schmutzig machen. Ja, schau, ich gebe dir jetzt dieses Halbjahr mal die schlechtere Note, damit du fürs nächste ein bisschen motivierter bist. Ja, ich mag dich nicht und die bessere Note bekommst du nächstes Halbjahr auch nicht. Hier geht keiner raus, bis nicht alle Papierschnipsel vom Boden aufgehoben sind. Wir bezahlen sehr viel Geld für eine Putzfrau. Was macht mir eine unheimliche Freude, euch dabei zuzusehen, wie ihr den Dreck von euren Mitschülern aufhebt, ja? Ja, guter Einwand, Karl-Heinz August Sebastian. Die Frage gebe ich doch gleich mal an die Klasse zurück. Habe ich jetzt leider auch überhaupt keine Ahnung, deswegen lasse ich euch mal grübeln, damit ich nicht dumm dastehe. Ich habe 2 Rotstifte für eure Arbeiten verbraucht. Ich habe eure Noten gewürfelt. Ich beende den Unterricht, nicht die Klingel. Ich bin unnötig und mache, was ich will. Ohohohoho. Ihr lernt nicht für mich, sondern für euch. Ihr werdet den Scheiß nie wieder im Leben brauchen. Wozu gibt es Taschenrechner und Wikipedia? Ja, also du gehst jetzt raus und dann kommst du erst wieder rein, wenn du dich benehmen kannst. Ja, du hast jetzt den Rest der Stunde frei und kannst machen, was du willst. Have fun. So, jetzt ist Gruppenarbeitsphase. Danach tragen wir bitte alle die Ergebnisse gemeinsam vor. Ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt. Aha! Nee, wei, oh wei. Ich muss ja mal hier kurz aufräumen. Ja, ihr da, wenn ihr jetzt gleich nicht mit dem Gequatsche aufhört, setz ich euch auseinander. Ich spreche eine leere Drohung aus. Macht ruhig so weiter, ich will nur autoritär wirken. Ja, wie schätzt du dich denn selber ein? Bevor ich dich schlecht benote, blamier ich dich noch so richtig. Entschuldigung, Entschuldigung, ich bin zu spät. Wir hatten noch eine wichtige Lehrerkonferenz. Entschuldigung, Entschuldigung, wir haben Schnaps im Lehrerzimmer getrunken und über eure Schulfotos gelacht. Tom, du sahst besonders dumm aus mit deiner Akne. Ja, ja, jetzt heulst du. Das kann ich verstehen. Ja, was in der Klausur drankommt, alles, was wir durchgenommen haben, natürlich. Oh fuck, wir schreiben ja noch eine Klausur. Über die Inhalte mache ich mir später Gedanken. Ja, ich hatte am Wochenende so viel zu korrigieren, da habe ich leider nicht geschafft, eure Klausuren auch noch mit reinzunehmen. Ja, ich bin mit dem Cognac vom TV eingeschlafen und danach hatte ich so eine Birne dran, dass ich gar keine Lust mehr hatte, das zu machen. So, der Rest ist Hausaufgabe. Ah, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Kann mal bitte jemand den Overhead-Projektor holen? Kann mal bitte jemand dieses viel zu schwere und veraltete Mistding aus dem Keller des Hausmeisters holen und sich dann beim Treppe raufschleppenden Rücken verrenken? Egon, du siehst aus, als hättest du Lust darauf. Nee, brauchst jetzt auch nicht zu weinen, das macht's auch nicht besser. Ja, vielleicht habe auch nur ich das so verstanden. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Schreibt mir mal in die Kommentare, welche Sprüche eure Lehrer euch so drücken oder gedrückt haben. Und wenn ihr noch mehr aus meiner etwas seltsamen Schulzeit erfahren wollt, dann klickt unbedingt hier mal die Videos an. Oder wenn ihr euch jetzt aber denkt, wow, Biatch, die hate ich jetzt mal voll, Obacht, denn auch das möchte gelernt sein. In dem Fall empfehle ich euch das Video hier, da erkläre ich alles, wie das funktioniert. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach in meinem nächsten Video wieder. Ja, bis dahin, tschüss.